Das ist eine gute Frage. Im Endeffekt hat mich irgendwas hierher getrieben. Ich kann es mir selber nicht so genau erklären. Manchmal, glaube ich, schiebt ein das Universum mal so ein bisschen in irgendeine Richtung. Und ja, ich interessiere mich sehr für Chakren, Energiefelder und weiß einfach, dass da was dran ist. Und so kam ich dann eben zum Thema Reiki, dass das genau in dem Punkt eben ansprechend ist und man ja sehr viel auch mit seinem Mindset machen kann und sich positiv stimmen kann. Das war so der Grund, ja. Prinzipiell waren es natürlich dir deine guten Reviews, die du hattest auf Google, mit den vielen positiven Erfahrungen. Und ja, ich war einfach an dem Punkt jetzt in meinem Leben, wo ich was machen wollte, was ändern wollte. Und ja, so kam ich erst eben zu einer Reiki-Behandlung hierher und habe dann eben deutlich gespürt, wie die Kraft danach war, der Behandlung. Und somit habe ich mich dann eben für den Kurs entschieden. Sehr gut. Also der erste Teil war natürlich sehr viel Theorie, was man aber auch braucht, weil ich wirklich ohne viel Ahnung gekommen bin. Und da gehört der theoretische Teil natürlich dazu, auch die Geschichte zu wissen, wo kommt's her, was macht's. Und ja, heute die Praxis war gigantisch, wenn man es selber spüren kann. Also nicht nur, dass es an einem gemacht wird, sondern ich durfte heute ja selbst die Ernie behandeln und es war für mich, ja, ich habe was gespürt, was im Endeffekt auch wirklich rauskam bei ihr und das war für mich überwältigend, Gänsehautmoment, wie man wirklich mit Energien spielen kann und ja, spüren kann, fühlen kann. Ansonsten kann ich euch den Klaus wärmsten Herzens empfehlen, wenn ihr auf Koh Phangan seid. Eine der besten Adressen, für mich auf jeden Fall. Ist ein ganz warmherziger Typ, man fühlt sich rundum wohl bei dir. Vielen Dank.